Heute, vor 700 Jahren am 14. September, starb der große italienische Dichter Dante Alighieri. Der sächsische König Johann hat die göttliche Komödie, das Hauptwerk Dantes, übersetzt und 1856 veröffentlicht. Gegenwartsbezug zur Divina Commedia stellt auch der italienische Künstler Enrico Scotta, der in Radebeul lebt, mit seiner Ausstellung Expulsio her. Inspiriert durch Dante führt uns der Künstler darin durch das Paradies und die Hölle. Die Ausstellung wird im nächsten Jahr in Dresden eröffnet. Anders als bei Dante, der von Vergil durch die Hölle, das Fegefeuer und schließlich ins himmlische Paradies geleitet wird, betritt der Besucher der Ausstellung zuerst das Paradies, aus dem er vertrieben wird, und dann den Schrecken der Hölle zu begegnen. Zwei zentrale Werke führen uns diesen Gegensatz vor Augen: die Gesänge des Amazonas und die Schreie des Amazonas. Enrico Scotta inszeniert sein fiktives Paradies als einen zeitlos mythischen Kosmos. Dort verkörpern alle ausgestellten Werke die Weiblichkeit, die geheimnisvolle, urschöpferische Kraft. Aus dem Paradies werden wir vertrieben, wie bei Dante, steht auch bei Enrico Scotta überm Höllentor das böse Zitat: Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr eintretet. Die Hölle, in die uns der Künstler führt, ist die von uns geschaffene Welt, die aus den Fugen geraten ist. In diesem Inferno zeigt er das Ausmaß der nachhaltigen Zerstörung der Welt. Der Künstler führt uns vor Augen, wie der Mensch, Natur und Tiere schonungslos ausbeutet. Warum, fragt er. Und mit der Technik glaubt der Mensch, die Natur beherrschen zu können. Die Gewalt nimmt immer mehr zu und die Sitten verwildern. Manipulation und Kontrolle wirken täglich massiv auf uns ein. Im Zeitalter von Internet und Algorithmen bewegen wir uns sogar freiwillig im Netz einer anonymen Wirtschaftsmacht, die uns vollständig durchleuchtet und konditioniert. Was ist, wenn die Wahrheit stirbt und alternative Fakten triumphieren? Es wird immer schwieriger, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Schließlich erreichen wir den apokalyptischen Höllenkreis mit den heikelsten Themen: Klonen und Genmanipulation. Der Mensch greift in die Evolution ein und spielt Homo Deus. Was kann die Technik noch aus uns machen?